Hallo, die ist Brexy. Und der Etual. Alles gehört mit der Wannabe der Boschi. Ich brauche mal kurz. Ich brauche aber noch kurz eine halbe Stunde. So lange wird das hier nicht dauern. So, jetzt bin ich bereit. Das war gelogen, ich bin nie bereit. Nicht hierfür. Oh, sieht richtig gut aus. Weißt du, woran die Leute merken, dass nicht das Mikro aus ist oder sowas? Ja. Die hören immer noch das Klackern. Ja. Das ist im Video Gott sei Dank nicht viel zu laut ist. Obwohl ich das Gamepad schon unterm Tisch halte. Und du selber auch unterm Tisch liegst. Vor Verzweiflung. Ey, wenn ich das hinkriegen würde, wäre es aber schon wieder erstaunlich. Ja, das ist natürlich dann wieder die andere Sache. Wenn ich schon blind spielen könnte. Zwar dann immer noch Versage insgesamt. Ja. Aber durchaus meinen Teil schaffe. Solchen Situationen weiß ich einfach nie, wo ich hin soll. Ich hab's vor den einen weg und hüpfst höher und höher und irgendwann merkst du, das ist keine Plattform mehr. Ich kann nicht mehr höher. Ich kann nicht mehr. Dann. Weißt du, wenn du es noch wenigstens so gemacht hätte, dass wenn du unten rausfällst, dass du einfach wieder von oben runterfällst oder sowas. Mhm. Also, dass sich der Bildschirm nicht tötet, sondern nur die Donnerkugeln. Dann hält man ja ein Tötungsmittel weniger. Ja. Was machst du? Du könntest aber auch ganz runterfallen und dann kannst du wieder hier stehen. Du, ich bin schon mehrmals in der ersten und der zweiten Phase gewesen, ohne Aussicht, dass ich weiterkomme. So. Hab's in der zweiten Phase dann mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn ich dann den Donnerkugeln nochmal ausweiche. Ja. Und? Dann kommt erstmal eine Pause, wo nichts passiert und irgendwann kommen die Donnerkugeln wieder. Hätte wenigstens so machen können, dass dann nochmal solche Steine runterfallen. Okay. Aber hey, da müsste man den Kampf ja nicht von vorne starten. Wer das denn? Da wird man dem Spieler ja irgendwie Zeit ersparen. Ja gut, aber der hat sich vielleicht auch gedacht, wer ist so blöd und fällt da runter. Das passiert relativ häufig, wenn nur zwei so Zapfen runterkommen und du genau an der Stelle, wo der Pfeil ist, hochhüpfen musst, weil du sonst dann mit dem Bildschirm dann sofort wieder stirbst. Das ist ja das Problem bei dem Übergang von der zweiten in die dritte Phase. Wenn du da nicht genau da hochhüpfst, wo der Pfeil ist, dann stirbst du auf dem nächsten Bildschirm einfach direkt am unteren Bildschirmrand. Hm. Das war übrigens sehr gerecht. Dann einfach dastehen auf dem Tod warten. Ja. Was passiert jetzt wohl? Ich bin nicht hierher gekommen, tot. Genau. Fragte sich, nachdem er Solgrün schon fast besiegt hat. Also in der ersten Runde meine ich. Verjagt hat. Warum verjagt? Naja, er haut ja dann ab. Stimmt, Solgrün stirbt ja nicht. Nee. Man zündet nur nach und nach seine ganzen Sprengsätze, die er sich angelegt hat, weil er sich gedacht hat, ist das nicht Mode? Oh, oh, oh. Und da hängt schon wieder eine Textur in der Luft fest. Sehr schön. Aber gut, dass die wenigstens nichts machen. Die einzigen positiven Effekte, die diese Hänger hervorrufen können. Okay. Ja, dass einfach mal solche Texturen in der Luft stehen bleiben. Naja, solange sie nur stehen bleiben und sie nicht vervielfachen.
So von wegen, ja, Sorgon haut ab und dann kommen nicht die Zapfen runter, sondern vervielfältigt sich erstmal die Textur und will mich nochmal töten. Da wusste ich jetzt gerade nicht wirklich, was ich machen will. Hast du überhaupt nie eine Ahnung? Viel zu selten in diesem Kampf leider. Achso. Ich hätte gern stets einen Plan parat, aber leider weiß ich immer noch nicht jedes Szenario auswendig, das passieren kann. Ich habe Schätzungen, aber das war's auch. Ja, wie die Projektile dann immer daherkommen, ich weiß es einfach nicht. Die einzige Variante, wo ich annähernd weiß, wie die Projektile daherkommen, ist, wenn er direkt über mir erscheint, aber... Ja. Ja gut, die kommen auch immer zu einem Sternmuster, oder? Ist leider kein Sternmuster, der verteilt die so strudelartig aus seiner Mitte heraus. Okay. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hab's auch gerade nicht so ganz verstanden. Ich dachte, das Projektil wäre unter mir schon durchgeflogen. Oh mein Gott, wir werden langsam. Naja. Die Sache ist die. Es ist ja nicht unbedingt die Sache, dass sich hier was zu schnell bewegt. Es ist vielmehr so, dass es plötzlich auftaucht. Ich meine, die Elektrokugeln bewegen sich jetzt auch nicht gerade mit einer Geschwindigkeit, wo man nicht mit dem Auge hinterherkommen könnte. Das ist vielmehr die Tatsache, dass du einfach nicht weißt, welche von denen als nächstes losfliegt. Naja. Dann passieren wieder solche Sachen, wo Boschi einfach mal nicht springen will. Ich sollte das Kabel irgendwie nachziehen. Warum? Weil du jetzt wirklich sogar mit dem Tisch anfängst zu klappern? Ja, genau das. Ja, wenn es so weitergeht, kannst du irgendwann eine Rockband aufmachen. Eine Ein-Mann-Band. Als ob man mein Geklacker denn nicht schon als Schlagzeug hernehmen könnte. Ja, du brauchst noch einen Gitarristen, einen Sänger. Naja, als Gesang nimmt man dann Sprüche von dir her. Sicher. Ja. Das ist wirklich so eine gute Idee. Besser als meine Stimme. Meine ist viel schöner. Erstes Album, bin beleidigt. Bin beleidigt. Mit Gastauftritten, mit Fässer. Mhm. Das beleidigte Fass. Ja, das wird das Bild, was ganz vorne drauf ist. Jo. So minimal abgeändertes Fass mit diesem besagten schwarzen Strich. Ein Effekt kann ja dank dem neuen Gamepad jetzt auch noch auftreten. Und die Höhe? Dass das Gamepad sich einfach mal zwischendurch dazu entschließt, gar nichts mehr zu machen. Ah, cool. Für so einen Moment kann ich dann einfach nichts machen. Ist zwar bisher relativ selten aufgetreten, kann aber. Das wäre doch schön. Vierte, ja, ich auch. Vierte Phase, das allererste Mal. Und dann bewegt sich nichts mehr. Kommt ein Schuss auf mich zugeflogen. Ich kann nichts machen. Das wäre zu typisch. Also kannst halt auflaufen, hängerfrei. Das ist irgendwie komisch, aber je länger man darüber nachdenkt, klingt Soulcream voll komisch. Findest du? Ja. Solange nicht klingt wie, weiß nicht, technisch abgeänderte Klospülung. Das Monster von Clones. Clones? Ernsthaft?
Auch genannt Soulgrim. Ich glaube, nach der Folge starte ich mal das Spiel nochmal neu und schauen wir kurz in die Option, ob man noch irgendwas runterregeln kann. Bildrate runter oder hochregeln bringt schon mal nichts, das habe ich schon ausprobiert. Das bringt eher noch, dass es schlechter läuft. Ja, mit knapp 60 Frames. 50, 60, ja. Weniger kannst du es, glaube ich, gar nicht stellen als 50. Nö. Hat er sich gedacht, nee, mit weniger als 50 Bildern läuft das nicht. Würde ich auch fast nicht spielen. Du, frühere Spiele, gelbe Spiele sind mit 20 Bildern gelaufen, jetzt vor dem ja. Und ich rede von Game Boy Advance. Alle oben. Das ist halt auch wieder so ein Problem, wenn die gerade so blöd liegen, du kriegst sie halt einfach überhaupt nicht auf Soulgrim gelenkt. Ne. Andere Leute besiegen den halt ein paar Versuchen. Ja, aber auf einfach. Ne. Schon auf der Schwierigkeit. Okay. Und weltweit sind es ungefähr 11 Leute, die das Spiel schon mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt haben, also den Boss hier mit doppelter Lebenspunkteanzahl. Cool. Gilt aber wahrscheinlich dann nicht fürs Schild. Oh, bye. Ja, ich stelle mir die erste Phase schon mal ziemlich nervig vor, wenn du dann ewig lange dieser letzten Laserattacke drin hängst, den runterballern musst, weil ich meine, der macht ja dann nichts anderes mehr. Der macht dann nur diese Attacke und du musst halt die ganze Zeit wieder den kleinen Sprung machen. Mhm. Irgendwann geht dir halt der Platz aus und. Und dann darfst du halt erstmal wieder nach links laufen. Das war eine blöde Aktion, die ich aber irgendwie überlebt habe. Bei der Attacke kommt immer irgendwann der Punkt, wo ich mir denke, so hoffentlich sind es genügend Schüsse und ich kann mich einfach nur auf das Ausweichen konzentrieren. Ich habe keine Lust, dass ich mir aus Unfähigkeit aus der Attacke eine zweite Spezialattacke von Ryu mache. Das muss wirklich nicht sein. Warum? Weil ich bei Ryu damals darauf umgestiegen bin, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lenke jetzt gar nicht mehr, sondern ich betätige mit beiden Händen einfach nur noch Sprung und Schusstaste. Was dann am Ende dazu geführt hat, dass ich naja, doch ziemlich gut Schaden reingedrückt habe. Und ja, das hat es bei Ryu dann auch gebracht. Du siehst dieses Schild? Oh ja. Es hat jetzt nur noch einen Lebenspunkt. Und dann kriege ich meinen Sprung nicht mehr. Jetzt hast du schon wieder am Rad. Jetzt hast du schon wieder Rattan gesehen. Ich verstehe nicht mal. Das sind nicht mal Spieleffekte, die das runterreißen. Jetzt das Erdbeben oder was ist, das weiß ich ja, dass da irgendwelche komischen Sachen passieren, aber da war ja nicht mal eine Erschütterung. Das Schild kann es auch nicht sein, weil so eine animierte Textur, das fordert keine Rechenleistung. Das ist so ziemlich das billigste überhaupt. Okay, jetzt brechen wir komplett zusammen. Ich mir dann irgendwann doch nochmal das alte Aufnahmeprogramm, damit ich es flüssig aufnehmen kann. Das wäre schon ein kleines Eingeständnis. Naja,
Ich mir extra deswegen ein anderes mein altes Aufnahmeprogramm nochmal zurückhole. Das wäre schon, glaube ich, schon dämlich. Peinliche Kapitulation. Das will nicht hinhauen, oder? Nee. Weil ich einfach nie weiß, wie die Projektile fliegen. Ich sehe die dann fliegen und überlege mir, okay, wie weiche ich am besten aus? Problem ist halt, dass wenn sie noch zu nah beisammen sind, brauche ich halt auch nicht versuchen durchzuspringen. Ja, wäre dämlich. Als ob ich da pixelgenau durchpassen würde. Wo sind wir denn hier? Nicht bei einem Spiel, bei dem ich auf sowas vertrauen würde. Kleiner Hänger bei der Explosion. Sowas mögen wir doch. Aber ja, ich glaube, ich muss diese Randspiegelung wirklich ausstellen. Ich glaube, dass das durchaus was ausmachen könnte. Dass die nicht mehr ständig berechnet wird. Da hätte ich mich noch gerade gerettet gehabt, aber dann wusste ich wieder nicht, wie ich von der einen wegkomme, die direkt neben mir ist. Also von wegen, ja, ich warte, bis die losfliegt und springe dann so ganz knapp vorbei. Ja. Mhm. So ganz knapp, das sind schon Worte, so die bei... Das ist die beste Art und Weise, sowas zu sagen, ganz knapp. Das heißt in dem Spiel halt dann einfach schon wieder, ja, ja, ganz knapp. Ja, nee, ist klar. Damals jemand zu ihm gesagt hätte, zum Entwickler, hätte er wahrscheinlich gelacht. Einfach genau in dem Moment, in dem der andere nur dieses ganz knapp verwendet, kriegt er schon einen Lachanfall. Oder was? Weißt du, da rechts hinter der unsichtbaren Wand kann er gerne bleiben, wo er dann seine ganzen Projektile einfach direkt gegen die Wand haut. Ja, ist nichts. Das war seltsam. Da alleine wie die Animation halt schon ausschaut. Dieses, ey, ich lass den Bildschirm irgendwie wackeln, irgendwie in die Richtung und noch ein bisschen in die Richtung und das war zu viel. Das waren halt wieder Elektrokugeln, die irgendwo zwischen den Plattformen hängen. Was willst du machen? Einer weist da aus, vielleicht noch zwei, aber die dritte, die hatte ich. Da muss man dann die Plattform in der Regel verlassen. Wenn man das macht, muss man irgendwann wieder hin. Bisschen schwierig bei den Kugeln. Und sagt, ja, und dann hüpfe ich halt von oben runter und komme da unten an der Plattform wieder ran. Nee. Muss erst schon mal schauen, dass der nicht seitlich wieder in die Plattform reingerät, weil wenn du seitlich in der Plattform drin hängst, musst du jetzt mal wieder bewegen, damit du rauskommst. Und erst dann darfst du dich wieder frei bewegen. Ich merke so leichte, unterschwellige Botschaften. Ach, die waren unterschwellig, okay. Ja gut, aber überschwellig klingt ja doof, weißt du? Ja, weißt du, ich dachte, ich hätte die Schwelle einfach schon komplett kaputt getreten. So. Ja. Ja, kann natürlich auch sein, das kann ich jetzt leider nicht... Das ist schon wieder so vertrauenerweckend gerade. Wenn er mit der Laserattacke nur anfängt und dabei schon wieder seine Zuckung gekriegt. Pappschachtel hat Zuckungen. Hey Leute, wo seid ihr alle hin? Ich muss hier auch noch weg. Ach, ich soll schon los. Oh, Entschuldigung. Ja, sowas kommt halt zwischendurch auch ganz gerne mal vor, dass sie dann einfach mal nicht fliegen wollen. Nee, Moment. Kleiner, ich muss mir noch kurz... Oh, so eine schöne Wolke.
Nein! Gerade noch. Ja, aber genau durch sowas kommt es halt zustande, dass sowas dann auch nicht mehr funktioniert. Hier ist auch schon mal passiert, dann mitten in der Luft hängt plötzlich das Bild und dann bin ich halt doch tot. Aber das ist vorher schon mal mit Stacheln passiert, von wegen, hey, guck mal, das ist ein Stachel. Siehst du den? Weißt du, was das bedeutet? Du bist gleich tot. So ist das. Gleich, wenn das Spiel weitergeht, bist du tot. Du darfst gleich sterben. Okay, dann wenn wahrscheinlich bei dem, der zieht ihr wirklich, er versucht ihr wirklich eng zu ziehen, aber er kommt halt doch höher. Also du kannst nicht immer nur auf einer Platte bleiben, du musst wirklich wahrscheinlich eins bis zweimal bewegen. Ist halt die Frage, wie er darauf reagiert, weil sobald die Entfernung zu ihm zu groß ist, kann er wieder gerade ziehen. Ja, stimmt aber auch wieder, natürlich wieder. Je mehr Strecke der bis zu mir zurücklegt, desto besser kann er nachjustieren, je nachdem wie ich mich bewege. Und ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich bin nicht so unbedingt drauf aus, den großen Sonic da jetzt wie so ein Bullen zu handhaben. So immer so im letzten Moment soll ausweichen. Nicht auf die Hörner nehmen? Der nimmt mich auf seine nicht vorhandenen Hörner, das ist das Problem. Ja, aber ja, Tage. Die Stacheln dann quasi. Ja, ich meine, seine Haare kann man ja fast als Stacheln, als Hörner bezeichnen. Ja, Stacheln, weil Igel halt. Ja, genau. Korrekt. Ein Igel hat Stacheln. Komischer Igel. Igel haben doch eigentlich Flügel. Diese Aussagen allein schon wieder. Also bald bin ich beleidigt. Du? Ja. Vor allem, wenn sowas wieder passiert. Oh, weißt du, stell mir dann diese dumme Bildschirmspiegelung aus und dann plötzlich läuft es butterweich. Wenn ich es irgendwie mit den Optionen schaffen sollte, dass es butterweich läuft, dann krieg ich es kotzen. Ein Anfall? Das ist schrecklich, dass bei solchen Sachen dann immer noch der Gedanke mitschwingt, ja, hätte ich das mal vorher herausgefunden. Und dann werden selbst positivste Sachen, die dir was bringen, wieder scheiße. Einfach nur, weil der Gedanke dabei ist, du hast ewig lang nicht gemacht. Aber gegen den butterweichen Kampf gegen Solgren hätte ich so insgesamt nichts, auch wenn ich mich zuerst ärgern würde. Etwas, ja. Am Ende einfach nochmal meinen kompletten, nicht den kompletten, halben Laptop-Inhalt auf die externe auslagern oder sowas, damit das Spiel besser läuft. Okay, ich bin nicht gesprungen, offensichtlich. Ach ja, wo das alles noch angefangen hat, und dann hat mich noch diese Seitwärtsbewegung getötet. Aber nicht, weil ich nicht gesprungen bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich nicht mal wusste, was ich tun soll. Das ist hart. Und wo dann noch der erste Schock war, weil Sonic wieder aufgetaucht ist. Ach. Oh ja, das waren Zeiten. Ja, und dann kam Phase 2. Mit Phase 2 begann der Schmerz in jederlei Hinsicht. Zuerst, weil ich es nicht verstanden habe und später, weil ich nicht daran vorbeikam. Jetzt sind noch drei dabei. Ich meine, Phase 3 siehst du ja. Das kann ich so weit. Ja. Phase 3 habe ich mittlerweile so weit intus. Bis zum Sonic. Der andere. Ja. Der fette Sonic. Er ist ja nicht unbedingt fett, er ist nur groß. Ich glaube, dass der Sonic, als er aus der Cornflakes-Schachtel rauskam, ich glaube, der fliegt ja wieder zurück in die Cornflakes-Schachtel und frisst sich dann so voll. Na okay, muss ja in den Flocken auch irgendwas drin sein, was dazu geführt hat, dass die so überdimensioniert sind. Naja, wahrscheinlich radioaktiv verstrahlt oder genmanipuliert. Naja, wenn du dir anschaust, dass Solgren da ein Projektil hinterherholt, würde mich das jetzt nicht mehr wundern. Naja. Schnell wachsende
Weil so oft wie der die rausschmeißt. Ja, und ich meine, die restlichen Projektile sind auch so komisch grün. Mhm. Ja, wenn er so direkt über mir ist, das kenne ich mittlerweile. Mein Spielzeug. Du bist so überrascht, dass du... Ja, mein Spielzeug fallen lasse. Volle Plastikroller. Schlimm ist, dass es wirklich Leute gibt, die für so ein Zeug Fuhrparks bauen, als Pappe und sowas. Ja. Die wurde dann da wirklich auch noch so... Alter, du wärst beinahe dazwischen durchgekommen. Beinahe. Die wurde wirklich auch noch so Weltmeisterschaften halber damit anfangen. Das war ein 360. Aber geklappt. Erstmal Finger verstaubt. Aber du müsstest da ganz schön gut mit den Fingern sein, also somit. Ich weiß nicht, ob das wirklich so spektakulär ausschaut. Ist ja nicht so, dass du deine Hand wirklich so weit drehen könntest. Okay, ich werde wieder sterben. Ja. Wir ziehen immer mehr Leute auf uns, die uns hassen, ne? Ich meinte gerade, weil ich dreimal so ausgewichen bin. Achso, und ich dachte gerade, du meinst du. Egal. Wegen dem aus der anderen Folge? Ja. Ach, dass uns die ganze Welt hasst, wissen wir doch schon. Sag ich doch. Weil es war nicht mal so ein dummer Tod. Nicht viel dümmer als die anderen, quasi. Wahrscheinlich müsste ich einfach einen anderen Charakter nehmen und dann läuft das Spiel besser. Einen anderen Charakter? Ja, ich könnte ja theoretisch einen anderen Charakter nehmen. Was ist das? Mr. Game & Watch, Hello Kitty. Nicht Hello Kitty, Bye Bye Kitty? Nein, nicht Bye Bye Kitty. Bye Bye Kitty wäre schön. Gott. Du kannst Gott spielen, cool. Nyan Cat. Gott verdammt. Die dann aus irgendeinem Grund mit Fischen ballert. Wobei das wäre ungerecht, weil diese Fische eine größere Trefferkiste haben. Das ist normalerweise der Charakter, mit dem sich andere Leute dann durch die ganzen Level durchbuxieren. Von wegen Speicherpunkte so hernehmen, dass du ewig weit aus dem Spielgebiet raus kannst. Dann okay. Lässt du dich irgendwo fallen und bist du am Ende vom Level. Ich meine, das Gebiet nach dem Mario-Boss mit dem Frustfall, das überspringen Speedrunner komplett. Okay. Die können sich da am Anfang irgendwo mit einem Speierpunkt recht weit raus befördern, fliegen dann dadurch über das ganze Level einfach oben drüber. Und am Ende kommst du mit einem Portal raus, Boss. Wow, was für ein sinnvolles Zeug. Ja gut, ich meine, wenn ich überlege, was du dir alles ersparst, den Frustfall. Dann danach dieses Teil mit den Würfeln, wo du die ganze Zeit drauf und runter geworfen wirst. Wo ich gerade nicht mehr weiß, wie es heißt. Ach, und ich werde schon wieder sterben. Ja. Aber der Sprung da in die Tiefe und wieder zurück, der war schon echt heftig. Also. Ich fürchte ja. Das machst du doch nicht so eng mit deinem Sterben. Stirb doch einfach. Lass es doch einfach passieren. Ja. Zieh es doch nicht unnötig in die Länge. Hab ich ja Bock drauf. Also wenn du jetzt das Spiel durchspielst, dann weißt du schon, dass ich dich jetzt da töten musste. Bitte was? Ja, wenn ich das Spiel nicht töte, muss ja ich das wohl machen, oder? Ach so, ich verstehe.
Genau. Natürlich. Es kann ja nicht sein, ne? Ja, genau. Es tut mittlerweile echt weh, wie einfach es ist, diese Mechanik auszutricksen. Ich hätte einfach drüber springen müssen. Der eine Sprung, Kimmel. Aber ja, da muss... Das hätte nicht mal lang dauert. Nee. Moment, ich schau mir das kurz mal an. Okay, da pisst er nochmal. Jetzt ist ihm langweilig geworden. Jetzt hat er sich gedacht, ich brenne mal eine Runde. Moment mal, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Wieso hatte ich in meinem Kopf, dass da bloß so kleine Löcher drin sind und die mir da... Ah, Folge ist vorbei. Wiedersehen. Oh, ich bin der Xi. Ich bin nicht voll. Bis zum nächsten Mal bei Wannabe the Boshi. Ciao, Leute. Wiedersehen.